Okay, das verstehe ich gerade nicht ganz. Muss ich ehrlich gestehen. Gerade als ich eine Testaufnahme gemacht habe, hat es doch noch funktioniert mit dem Dunkel und Hell. Jetzt nicht mehr so ganz. Naja. Müssen wir jetzt einfach hier stehen und warten, bis sie verbrennen, oder was? Obwohl mir da gerade einfällt, man könnte sich hieraus ja auch einen kleinen Aussichtspunkt bauen. Obwohl das auch ziemlich gefährlich ist, wenn dann die Spinnen kommen. Die Spinnen sind nämlich die einzigen Viecher, die dann wirklich hier reinkommen können. Vor denen sollte man dann ein wenig Respekt haben. Nicht direkt Angst, aber Respekt. Vor allen Dingen, weil wir auch noch zwei Herzen haben. Nee, doch, zwei Herzen. Und ein halbes Brot. Obwohl, haben wir nicht. Nein, wir haben kein verrottetes Fleisch. Ach, verdammt. Wir haben noch nicht mal einen Zombie gekillt. Ja. Heute Zell, oder? Ja, genau, das Skelett kommt nicht mehr unterm Baum hervor. Es wird hell. Was bringt es uns? Eigentlich so gut wie gar nichts. Ich wette, der Creeper hockt immer noch bei uns im Haus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich bin einfach den Tunnel hier zurückgegangen. Einfach mal gucken. Ach, verdammt. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Okay, der Creeper hockt immer noch da. Also müssen wir wieder hier durch zurücklaufen. Und ja, das machen wir jetzt unser ganzes Let's Play hindurch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ach man, wir müssen einfach mal sterben, glaube ich. Hier kommt man auch nicht raus. So. Obwohl die Spinne... Ja genau, hier wächst auf einmal Gras. Ohne Verbindung. Ach so. Ja gut, ich kriege gerade Hunger. Ich dachte schon, da attackiert mich jemand, aber ich kriege einfach bloß Hunger. Ja, die Spinne. Wo bist du, Spinne? Und ich kann die Spinne nicht schlagen. Was ist das denn? Okay, das verwirrt mich ein wenig. Komisch, es zieht der Axt was ab, aber es zieht der Spinne keine Lebenspunkte ab. Das ist doch ein wenig verwirrend. So, jetzt auf einmal schon. Huh. Oh, verdammt. Oh, verdammt, jetzt bin ich auch noch gestorben. Der Gravelturm. Wird natürlich in echt auch funktionieren. Also ihr könnt hier mal Kies aufeinander stapeln. Das hält super hammermäßig. So. Jetzt muss ich nur kurz den Ort finden, wo wir gestorben sind. Ich war natürlich jetzt wieder viel zu feige und wir haben die Kürbisse gar nicht abgeerntet bisher. Jetzt müssen wir... Upsala, Maus verrutscht. Das hätte böse enden können. So, das müssen wir natürlich auch noch machen. Wir müssen auch die... Na, wirst du wohl springen. Wir müssen auch noch die Kürbisse da... Ach, nee, ist nicht dein Ernst, oder? Ist doch nicht dein Ernst. Das Erste, was wir am besten bauen, ist ein Atomschutzbunker, wo keiner reinkommt. So. Habe ich da nicht gerade ein Schwein gehört? Schafe, ja gut, die können wir... Nee, da warten wir lieber, bis wir eine Schere haben. Weil Mobs, die man... Oh, es kommt wieder Musik, weil die ganze Zeit gar keine Musik da. Ist mir natürlich mal wieder nicht aufgefallen. Ich bin ja wirklich so ein richtiger Pro in sowas. Aber egal. Das war natürlich ironisch gemeint. Wo war denn
Schwein, wir brauchen was zu essen. Und dieses Schwein lässt sich natürlich nicht blicken. Verdammtes Schwein. Ja, hier gibt es wirklich kaum was zu essen. Wenn ich mir mal die Umgebung angucke, gibt es zwar ein paar Schafe, aber... Naja. In Minecraft kann man Wolle ja nun nicht essen. Man findet natürlich nur so Gammel. Ach verdammt, mir fällt gerade mal ein. Wir brauchen unsere Sachen zurück. Nicht, dass ich die noch vergesse. Und hier irgendwo müssten wir gestorben sein. Nee, hier. Nee, da vorne. Keine Ahnung. Doch hier müssten wir irgendwo gestorben sein. Aber wir haben hier schon mal einen Kürbis, ist doch auch was. Ein alleinstehender Kürbis, das habe ich ja noch nie erlebt. Obwohl, wir waren mehr da hinten. Ja klar, unser Haus ist ja auch da hinten. Ach ja, genau. Ein Creeperloch. Wir sind natürlich genau am Creeperloch rausgekommen. So, hier ist nie was gewesen. Wir gehen natürlich jetzt erstmal zurück zu unserem Haus. Ich hoffe, der Creeper ist nicht mehr drin. Huh, Glück gehabt. Ja, und wir haben jetzt so viel Dreck in unserem Wohnzimmer. Ja, welcher... das war ein Bier, verdammt. War das denn jetzt schon wieder? Nee. Welcher Dreckspatz hat sich denn da wieder ausgetobt? Boah. So, und wir basteln uns natürlich wieder ein schönes Parkett. Oh, ja, Parkett. Richtig schönes Parkett. Kackbraunes Parkett, das wollte man natürlich immer schon haben. So, und... ja... Ein Dach bräuchten wir noch, natürlich. Oder wenigstens... Ja, ich weiß nicht, sollen wir schon... Nee, wir bauen ein zweites Stockwerk noch drüber, auf jeden Fall. Und ja... Oh mein Gott, ein Dschungelbiom! Hey! Cool. Und wie weit sich das erstreckt? Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Warum gefällt es mir? Genau, weil man da so viel Holz herbekommt, wie man im Leben nicht verbauen kann. Ich glaube, dann baue ich die zweite Etage komplett aus Dschungelholz. Ach ne, Quatsch. Komplett aus Dschungelholz. Boah, das wird so beschissen aussehen. Obwohl... So, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine dritte Ebene oben drauf. Setzen hier mal kurz einen Erdblock hin und können wir jetzt die vierte... Obwohl, wir haben nicht mehr genug Holz, ne? Nee, wir haben nicht mehr genug Holz, ja. Wobei mir gerade einfällt, die vierte Ebene könnten wir tatsächlich aus Dschungelholz machen und dann darüber wieder normal mit Eichenholz weiterbauen. Das wird so eine kleine Abgrenzung schaffen, so einen kleinen Streifen rund ums Haus. Das wird bestimmt ganz cool aussehen. Oh, sorry Leute, ich musste euch kurz mit wegdrücken, weil ich musste da mal kurz, ja, ordentlich rülpsen. Weil ich habe auch erst kurz vor der Aufnahme, muss ich gestehen, was gegessen. Und bevor ich dann sowas wirklich in der Aufnahme habe, dann drücke ich euch doch lieber weg. Auf dem Weg könnte ich doch mal ein bisschen was fällen. Jawoll. Und hier auch nochmal den Baum weggeballert und schon haben wir wieder ein bisschen Holz. Ach komm, egal, Birkenholz nehmen wir auch noch mit.
Irgendwo werden wir schon verbauen können. Wenn es nur als Lückenfüller unten in der Höhle ist. Aber irgendwann kommt auch das für uns mal zum Einsatz. Ich habe mir da tatsächlich mal in einer Let's Show-Welt, die ich auch, wie gesagt, noch zeigen werde, habe ich tatsächlich ein ganzes Haus nur aus... Moment mal, habe ich da eine Kuh gesehen? Ja, tatsächlich eine Kuh. Und da habe ich ein ganzes Haus nur aus Birkenholz gebaut und das sah am Ende so beschissen aus, dann bin ich direkt weitergezogen. Oh mein Gott, sie atmet. Ist, glaube ich, auch ein neues Geräusch. Man kann mit der Axt übrigens auch gut Tiere töten, allerdings... Ich glaube, dann gibt es auch minus zwei Einsatzpunkte oder wie die Dinger heißen, die Anwendungspunkte, Abzug. Gibt es ja generell bei falscher Anwendung. Aber die Dinger funktionieren ungefähr genauso gut wie Schwerter. Und wir sind jetzt mitten im Dschungelbiom. Und ich war natürlich so schlau, hab mir keine Waypoint gemacht. Oh, Kakaobohnen. Das mit dem Waypoint war natürlich ein wenig blöd von mir mal wieder. So. Aber wie gesagt, ich bin noch ziemlich am Anfang des Let's Play. Ich achte auf solche, ja, mehr oder weniger wichtigen Dinge noch gar nicht so sehr. Aber das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Oh mein Gott. So, und wir sammeln das Holz mal kurz ein. Wir müssen jetzt eigentlich schon genug haben. Egal. Obwohl, einen könnten wir ja zur Not noch mitnehmen. Machen wir einfach mal. So. Und wir haben einen Samen gefunden, einen Setzling, sogar zwei Setzlinge für Dschungelbäume. Könnten wir uns natürlich auf unseren Dach so einen Vierer-Dschungelbaum setzen, einfach weil wir es können. Boah, stell mal vor, ey, so ein Riesending auf dem Haus drauf. Aber ich werde auf jeden Fall in diesem Let's Play noch einige beeindruckende Dinge bauen, die es vielleicht so gar nicht in Minecraft gibt bisher. Und ja, meine Let's Show wird vielleicht auch interessant für euch, wer weiß, je nachdem, was ihr gerade so mögt. Ich glaube aber, dass ich da auch einiges an Abwechslung geboten habe. Ich habe zum Beispiel auch ein ganzes Dorf gebaut, das ja, schon fast eine Stadt ist. Die ich allerdings noch bevölkern muss. Ich muss die ganzen Dorfbewohner da noch reinballern. So voll reinballern werde ich die da. Ja. So. Ich glaube, ich mache mich jetzt mal auf den Heimweg. Obwohl, ich guck mal kurz, ob hier noch ein paar Setzlinge runtergefallen sind. Oh, verdammt, es wird Nacht. Da hinten ist schon ein Skelett. Und noch ein Skelett. Verdammt. Okay, neuer Plan, ich guck doch nicht. Oh, verdammt, neuer Plan, ich glaube, ich sterbe. Und jetzt haben wir eine Spinne hinter uns, ach verdammt. Ja, genau. So. Ja, und ein Zombie, genau. Da vorne ist die Spalte, gut, ich sehe sie schon oben auf der Karte. Wir müssen rennen, wir müssen rennen! Oh mein Gott, ja hier... Okay, wir sind tot, Leute, wir sind tot. Tut mir leid, aber wir sind... Ja, wir sind tot. Boah, shot by Skaten. Okay, ich hätte mir ein wenig mehr Glück gewünscht jetzt gerade. Ich habe gar nicht mitgekriegt aufgrund, ja wie gesagt, des hellen Himmels, dass es noch gar nicht dunkel ist. Ich stelle mir gerade so vor, wenn jetzt nur ich das hier im Spiel sehe und ihr wirklich nach dem Rendern den dunklen Himmel seht und ich erzähle dir so, ja, da ist ja total der helle Himmel. Mhm. Denkt ihr euch auch, ja, der hat doch eine Schraube locker. Ich meine, okay, das denkt ihr euch wahrscheinlich sowieso. Ja, genau. Spring doch, spring doch. Ja, ja, ja. Meine Axt, jawohl. Ach,
Verdammt. Verdammt. Nun ja, so viel dazu zu meiner brillanten Taktik. Was ist das denn? Oh, ein Cave-Eingang. Ja. Ein Cave-Eingang, also ein Höhleneingang. So, und jetzt haben wir auch ein wenig Mob Drop bekommen. So, die beiden Bäume, oh, die sehen ja sehr symmetrisch aus. Die müssen wir direkt mal... Wo ist denn meine Axt? Nein! Meine Axt ist weg und wir haben auch gar nicht mehr so viel Jungle Wood. Da ist wohl schon einiges von unseren Sachen verschwunden. Ach nee, das liegt alles hier hinten. Ja, ich bin auch schlau. Das war auch nicht alles. Nee, das war bei weitem nicht alles. Hier noch ein paar Samen. Ein paar Setzlinge, obwohl. Ich glaube, ich weiß, wo der Rest liegt. Ich glaube, der Rest ist da runtergefallen. Deswegen habe ich ihn gerade nicht gefunden. Und da unten fliegt eine Fledermaus. Aha. Ich weiß gar nicht, kann man die eigentlich auch. Kann man die irgendwie angreifen oder so? Ich habe das bisher noch nicht versucht. Naja, wie auch immer. Eieiei. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die auch was droppen oder einfach nur da sind, um das Spiel ein bisschen zu erweitern. Genau, Creeper, komm zu mir. Na toll. Nein! Da ist der Creeper über diesen einen Erdblock gekommen. Nein. Okay, Leute, das war jetzt ein wenig blöd. Ich gehe noch schnell zurück ins Haus und mache die Monster fertig. Ich glaube, dann beende ich die Aufnahme auch mal. Wir haben nämlich jetzt schon 16:30 und eigentlich wollte ich morgen früh ziemlich früh aufstehen. Vielleicht so 8, keine Ahnung. An einem Sonntag ist natürlich auch sehr, sehr schön. Oh, verdammt. Naja, ich hoffe einfach, es hat... Eieiei. Es hat euch ein bisschen gefallen. Es ist vielleicht eingeschlagen wie eine Bombe. Knallereffekte gab es auf jeden Fall genug. Auch erst klar, genau. Von vorne und von hinten und schon wieder... Ich weiß gar nicht, ob jemand in der ersten Folge so häufig gestorben ist wie ich. Okay, ich versuche jetzt nochmal zurück ins Haus zu kommen. Wenn nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, was euch besonders gefallen hat und was ich vielleicht noch einbauen könnte. Vielleicht ein wenig mehr. Naja, keine Ahnung. Ein wenig mehr Hirn vielleicht bei mir. Wenn ich vielleicht auch mal dran denke, nicht die ganze Zeit so einen Mist zu bauen, wie ich es halt tue. Verdammt. So, boah, zum Glück sind jetzt wohl die Spinnen kommen drüber. Verdammt! Hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, genau. Geht doch endlich kaputt und da kommt natürlich der Bruder, der große Bruder kommt natürlich auch noch, genau. Wo ist denn die Spinne? Habe ich die andere Spinne auch schon erledigt? Ach ja, genau. Da kommt natürlich noch ein Creeper vorbei. Ja genau, hier sind jetzt überall Creeper, was ist das denn? Dein Dorfbewohner Zombie oder was? Ja. Genau, auf jeden Fall. Und ich wollte es doch beenden und ich habe es nicht getan, verdammt.
Und jetzt ruckelt es auch gerade ganz stark auf einmal. Ich glaube, ich beende hiermit die Aufnahme mit einem kaputten Haus und noch einem Zombie. Ja, noch einem Creeper, genau. Willst du auch noch hochgehen? Komm. Aber dann auf dem Wasser. Und da kommt natürlich so einer von hinten. Genau. Nee, ich wollte ja eh nicht überleben. Ich hätte eh gerade vor zu sterben. Und noch zwei Creeper, genau. Ich fühle mich gerade so ein bisschen vom Spiel gemobbt und noch ein Creeper. Oh Mann, das Ganze auszubessern wird ja eine Heidenarbeit. Oh, ein Mob, der mich nicht direkt tötet, ein Zombie. Oh mein Gott. Ja. So viel dazu. Oh mein Gott. Ja, ich könnte jetzt auf Peaceful stellen, werden die meisten sagen. Und da ist noch der eine Creeper, der nicht explodiert ist. Na toll. So, ich bastel das mal kurz mit Erde alles zu. Upsala. Erde, Erde, Erde. So. Ich werde einfach mal bis zur nächsten Folge versuchen, das mit dem Himmel in den Griff zu kriegen, damit man auch mal weiß, wann dunkel ist und damit ich hier einem ständig die Creeper die Bude zerbomben und damit nicht die Spinnen ständig reinkommen, einfach ungebeten und einem die ganze Nacht ruinieren. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und hoffe, es hat euch gefallen und ich beende das jetzt mal mit dem Blick auf die Tür. Draußen ist jetzt anscheinend wieder alles ruhig. Oh ne, da kommt ein Creeper. Natürlich, ein Creeper, wer auch sonst. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und hoffe, ihr seid dabei. Bleibt geschmeidig und bis denne!